Von der verkehrsgeplagten Münchner Innenstadt jetzt zu Deet im Schnee. Obertauern in Österreich. Hier wartet der neue Offroader. Ein Traum. Scheiße hier. Flip aus. Aus dem Wald, da komme ich her. Heute fahre ich Land Rover. Und da ist er, der frische Disco Very Sport. Und die sagen ja, das soll der geländegängigste in seiner Klasse sein. Ja. Aber Gelände brauche ich hier auch, du. An das kantige Design eines Oldschool-Offroaders erinnert beim Discovery Sport wenig. Er konkurriert mit Kompakt-SUVs à la Audi Q5 oder dem X3 von BMW. Also ich muss schon sagen, Land Rover macht sich. Früher war es ja ein bisschen archaisch, da waren so ein bisschen ja, so Modellgummi, Matte, Spardose, robust auch im Gelände. Ne? Aber jetzt gehen sie Richtung Range Rover, dem dicken Koloss. Und das merkst du auch hier dran, Lederlenkrad, Doppelnaht, ein paar Features haben wir hier. Eine Drehscheibe, Eleganz natürlich. Und hier kannst du einstellen, ob du vor oder zurück willst. Da oben kannst du einen Hans-Guck in die Luft machen, was von oben kommt. Und ansonsten noch Bicolor, schicke Farben. Es fühlt sich alles groß, robust, gesund an. Also keine Kirmeskiste. Neben Luxus bietet der Discovery Sport auch ein neues Sicherheitsfeature. Bei einem Unfall öffnet sich an der Frontscheibe ein Fußgänger-Airbag. Zwar steht die Wirksamkeit solcher Luftkissen in der Kritik, ein Verkaufsargument sind sie allemal. Deet hat sowieso seine ganz eigene Theorie. Ich meine, auch wenn du Oma jetzt zum Zebrastreifen boxt, ne? Dann verbiegt sie sich nicht die Dauerwelle. Dann wird sie sauber aufgefangen, schüttelt sich auf mal und sagt, ist mir doch egal, ich habe eh noch was auf dem Zettel. Passiert nichts. Der Discovery Sport ist eine komplette Neuentwicklung. Es gibt ihn mit 2 Liter Diesel und 190 PS. Als aufgeladener Benziner bringt er es auf 240 PS. Im Herbst folgt ein spritsparender Fronttriebler. Aber für echte Offroad-Fans ist Allradantrieb ein Muss. In der Basisversion startet der sportliche Disco bei knapp 35.000 Euro. Dafür gibt's im Cockpit schlichte Eleganz ohne Schnörkel. Wir wollen wissen, was hat der neue Landy abseits befestigter Straßen drauf? Die Testbedingungen sind ideal. Minus 7 Grad, Eis und Schnee und einen begeisterten Testfahrer. Ja, was habe ich mit Offroad zu tun? In Norddeutschland ist vielleicht der höchste Berg meiner Autobahnauffahrt. Also es ist ein Gebiet, ein Neuland, an das ich mich erstmal rantasten muss. Die Talente eines guten Offroaders, egal welcher Untergrund, er verliert nie die Bodenhaftung und kraxelt jede Steigung hoch. Mal sehen, ob ich noch durch so eine Senke komme. Das heißt halt hier abtauchen. Oh, 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 oh. Ah! Oh, scheiße. Hoppla. Ja, kann er das oder kann er es nicht? Das ist hier die Frage. Und hier liegt die Antwort. Ein 20 Meter hoher Hang, 40 Grad Steigung, zum Teil spiegelglatte Oberfläche. Schafft der Landy das? So, jetzt mache ich hier mal schön den Gipfelstürmer. Da geht's richtig auf, bergauf oder geht's gleich richtig ab. So, Schwung, durchziehen das Ganze, Beschleunigung. Und... Was war das denn? Gut, dass Mario zur Hilfe kommt, ein Offroad-Fahrlehrer. Deet ist zu hart aufs Gas gelatscht. Warum gibt man zu viel Gas? Weil man Muffensausen hat. Auch ein Deet Müller hat Muffensausen, ne? Und dementsprechend hat er versucht, ihm dort dementsprechend schneller zu fahren. Super, Mario, pass auf. Was war da jetzt? Oh! Meine Fresse, da was ist denn los hier? Das geht hier richtig ab, du. Also, oh, sag mal, was ist da los? Was ist das für ein Fahrzeug sagen, hier? Ja, gar kein Halt. Liegt es am Fahrzeug, liegt es am Fahrer? Am Fahrzeug sagen, natürlich. Du sitzt da mal auf der Beifahrerseite. Ich glaube auch. Begleite dich mit deinen Schuhen, ist da nichts. Tja, ja, ein Cowboy ist eben keine Bergziege. Für Deet heißt es erstmal beifahren, lauschen und lernen. Ja, dann zeig mir mal, was du drauf hast hier. Stell mich doch nicht ganz bloß, Mensch. Wahnsinn, schau das, Deet. Einfach, wir gehen vom Gas weg, wirtschaftliches Fahren auf der Kuppe noch. Ich würde sagen, wir beginnen bei der Basis, Deet. Richtig ist, lassen wir es krachen einmal. Tja, am Auto lag's jedenfalls nicht. Deshalb spendiert Mario unserem Deet jetzt ein Offroad-Training. Erste Station. Gezieltes Hütchenzirkeln auf spiegelglatter Bahn. Deet ist beeindruckt.
Du bremst überhaupt nicht. Gar nicht. Zumindest in den Kurven. Wer auf Schnee schnell sein will, muss immer den Schwung ausnutzen. Hast du 60 drauf? Genau, 60. Kurz bremsen. Und Arsch raus. Wir legen aus, genau. Und wenn es kritisch wird, jetzt geben wir Schub, dass wir wieder gerade sind. Jetzt ist Det dran. Jetzt wird's interessant. Hoppla. Also ich weiß nicht, ob ich das hinkriege, ne? Auf Asphalt kenne ich ja. Aber auf Schnee und Eis weiß ich nicht. Um Gottes Willen, ob das gut geht. Und Schub. Geht schon. Gas. Weg vom Gas. Nur rutschen lassen. Und wieder aufs Gas. Extra für Det wurde das Gelände abgesperrt. Gute Entscheidung. Da darf er das Heck dann auch mal richtig raushängen lassen. Jawohl, und jetzt Gas wieder. Gas, Gas, Gas. Doch. Und jetzt wieder gerade. Und zwar direkt in die Schneebande. Oh. Juhu! Da geht's doch! Da hat Det was falsch verstanden. Für Hütchenkillen gibt's keine Punkte. Als Flachland-Tiroler im Hochgebirge, das ist natürlich eine Herausforderung. Also die erste Runde war natürlich nicht so klasse. Habe ich wohl gemerkt. Da kam ich ein bisschen ins Schlittern. Jetzt dreht sich alles um das Thema Driften. Ob Det hier punkten kann? So, erstmal Einstellung ist das halbe Leben. Einmal schön auf S. ESP, AD haben wir weg. Und hier machen wir mal ein bisschen Sand, als ob wir jetzt in der Karibik wären. Je nach Untergrund lässt sich der Offroader auf Gras, Schotter, Schnee oder eben Sand einstellen. Letzteres sorgt für mehr Drehmoment an den Rädern als alle anderen Einstellungen. Da ist die Entscheidung klar. Komm! Oh. Umschub, geht schon weiter. Natürlich geht's weiter. Trotz aller elektronischen Helferlein, in der Spur bleiben muss Det immer noch selbst. Problem hier ist absolut komplette Eisfläche. Ach, alles Ausreden. Aber nach einigen Versuchen hat auch Flachländer Det das Wedeln auf Eis und Schnee langsam drauf. Komm. Det fasst zusammen. Der Kniff ist hier ganz klar, man lenkt nur mit der Hinterachse. Vorne reagiert er gar nicht. Und anbremsen brauchst du nicht, weil du überhaupt keinen Halt hast. Also das ist hier der Trick. Fährst du rechts, musst du links einlenken, draufhalten und gucken, wann er kommt. Machst du es zu früh, bist du raus. Aber am Schluss hat er sich sehr gut entwickelt und hat das Auto wirklich durch die Kurven gezirkelt. Jetzt geht's ins harte Gelände. Mal sehen, ob Det dazugelernt hat, denn anfangs hat er sich hier ziemlich schwer getan. Und jetzt geht's auch mal schön in die Schräglage. Genau. Ne? Das haben wir ja auch am Wochenende gehabt. Aber jetzt noch mal richtig schön mit dem Fahrzeug. Es folgt ein extremes Fahrmanöver am Hang. Und zwar bei Schleichfahrt. Bloß nicht die Nerven verlieren, Det. Das heißt, nur aufpassen, nicht umkippen. Oh. Alter, jetzt geht's los. Nämlich in Schräglage. Bis jetzt ist an der Stelle noch nichts passiert. Noch. Oh, oh, oh. Nicht kippen. Tu's nicht. Schön langsam vortasten, dann klappt's auch mit dem Hang. Perfekt. Det und der Berg, zweiter Anlauf. Beim ersten Mal hat er hier zu viel Gas gegeben. Der Discovery hat die Kuppe nicht gepackt. Außerdem hat Det einen weiteren Fehler gemacht. Ich hatte die ganzen Helferlein gar nicht drin. Ich bin da auf Asphaltbetrieb versucht, einen Berg hochzukommen. Das geht natürlich nicht. Ne? Aber dann kam ja Super Mario und hat die Taste gedrückt. Nämlich fürs ESP. Das ist diesmal aus. So bleibt die volle Kraft auf allen Rädern. Und die braucht der Land Rover, um den Berg zu packen. Der Rest liegt an Det. Das heißt, vorher Gas geben und den Schwung mitnehmen. Rauf! Jawohl. Rauf mit dir! Ja. Das ist es! Das. Gratuliere, Det. Das war dein Erfolg. Dein Erfolg. Ach komm, ohne dich klappt das nicht. Habt ihr es gesehen? Hier, haben ganz oben stehen. Also eins steht fest. Oh. Das ist hier keine Beauty-Handtasche für den Kindergarten. Nein, nein, das ist hier Discovery. Geil im Gelände. Mario, danke. Sehr gut gemacht. Und ich fahre jetzt noch mal eine Runde um den Block. Ja. Ich besuche noch mal den Almüi und Heidi und Peterle. Und vergiss nicht die Programme. Ja, ja. Hängen gibt's keins mehr, Det. Einen Hänger habe ich ein andermal.